Ja, hallo und willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Cities in Motion 2. Beim letzten Mal haben wir ja die neue Buslinie errichtet, die hier runterfährt. Linie 303. In dieser Folge erstellen wir eine Stadtbahnlinie, das heißt eine weitere neue Straßenbahnlinie, die hier wie ich sehr gut gelöst finde, hier teilweise unter der Erde fährt. Ich habe übrigens noch mal ein bisschen an den Regeln gespielt, das heißt, ja, die Straßenbahnen sind jetzt ein bisschen teurer, glaube ich, geworden. Sie haben mehr Kapazität, auf jeden Fall. Und die Depots haben jetzt auch mehr Kapazität als vorher. Man kann ja immer jederzeit die Regeln verändern, so wie man Lust und Laune hat. Kommt noch eine Haltestelle hin. Ja, Cities in Motion 2 scheint ja bei euch gut anzukommen, deswegen machen wir natürlich auch hier weiter auf dem Ruhrgebiet V3.1. Die Map gibt es übrigens zum Downloaden auf citiesinmotion.de, falls ihr sie haben wollt. Nur ein Tipp für euch, ich würde sie mir nochmal runterladen. Weil sie wirklich gut ist. Und hier unser Depot hin. Jetzt sieht diese Motion ist ja. Der erste Teil ist ja immer noch der bessere, von wie viele sagen. Ich finde, dass beide Teile ziemlich gut sind. Vor allem der zweite mit dem Fahrplan und so. Ich finde ehrlich gesagt den zweiten besser als den ersten. Errichten wir unsere Stadtbahn, mit der wir natürlich auch mal mitfahren werden. So, die hält jetzt nicht an jeder Haltestelle, das ist so eine Art Expressstraßenbahnlinie. Gibt es ja auch in echt. Ich kann die Map wirklich nur weiterempfehlen. Ja, hier fährt die Straße halt auf U-Bahn-Schienen. Auch ohne diesen Mod funktioniert das sehr tadellos, weil man auch zwischendrin Haltestellen setzen kann. Wenn ihr übrigens mal, dass ich in den Regeln die Privatwagen wir jetzt hier hochdrehen, also mehr Privatwagen wir hier rumfahren, dann schreibt das bitte in die Kommentare, weil ich habe das auch sehr niedrig stehen, damit keine Staus entstehen. So, an der Endhaltestelle angekommen. Erstmal unser Standardfahrplan, jede Stunde. Ihr könnt natürlich auch einen Fahrplan bestimmen, wenn ihr wollt. Ist auch gar kein Problem, dann ändere ich den Fahrplan nochmal. Hier sehen wir mal unser Netz. Unser Netz ist
schon ziemlich gut. Ich würde sagen, wenn wir hier rüber gehen, dann machen wir mal eine Zone. Also wenn wir das direkt anschließen, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Zone. Arbeiten wir mit den Zonen mal. Hier läuft, hier wartet schon der erste auf unsere neue Straßenbahnlinie, die wir noch benennen müssen. Die Straßenbahnlinie 1 heißt jetzt nicht mehr 1, sondern 400. Ich habe hier so ein Schema. Buslinien werden nämlich 300, Straßenbahnlinien 400. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt eine neue Linie machen, wir haben eh kaum noch Geld, sparen wir erstmal ein bisschen. Machen wir den Gewinn? Ja, machen wir. Sogar deutlich. Sagen wir die Fahrscheinpreise. Das ist sogar schon teilweise zu billig. Sollen wir mal ein bisschen höher mit den Preisen gehen? Hier sind wir zu teuer, da müssen wir ein bisschen runtergehen. Das tun wir auch. Oh, da kommt ja unsere brandneue Straßenlinie. Mit der fahren wir jetzt direkt mal mit. Das wird bestimmt auch von vielen gewünscht, deswegen fahre ich jetzt einfach mit. Und wie ihr seht, habe ich wirklich ein bisschen an den Dateien gearbeitet. Also hier passen 280 Leute in die Tram rein. Das ist deutlich mehr, als es vorher waren. Ja, ich würde mal sagen, damit wir nicht so viel Geld verlieren. Ist auch lang genug, glaube ich. Kommt auch die Gegenrichtung. 400. So, unsere erste Linie. Wir können natürlich ja auch mal eine U-Bahn durchschicken, irgendwann mal. Also eine richtige U-Bahn, nicht? Ich würde sagen, da hier unten noch keine Verbindung ist. Ja, hier unten ist noch nichts. Ist das unser nächstes Projekt? Aber vorher habe ich hier für eine Lösung gefunden. Hier macht man nämlich eine Ringlinie. Die das dann anfährt. Die fährt dann in einer Richtung. Die machen wir jetzt noch. So, setzen wir ein paar Haltestellchen. Dafür kriegen wir jetzt ja auch Geld, wenn die Aufgabe fertig ist. Was wir auch ganz dringend brauchen werden. Ich weiß ja nicht, wie es mit Krediten steht, ob wir Kredite aufnehmen sollen oder ja nicht. Weil irgendwann reicht, geht uns das Geld wirklich mal aus. Oh, okay. Neue Straßenbahnschienen, die wir irgendwann mal nutzen werden, auf jeden Fall. Da ihr auch die Linie benennen dürft, benenne ich jetzt auch mal eine. Und für die bestimmt nicht auf dem Fahrplan, also da wird wahrscheinlich nichts dran verändert. Oh, ich habe die Haltestelle auf die falsche Seite gesetzt. Wollen wir natürlich nicht.
Ja, und wie ihr merkt, habe ich mich vielleicht schon wieder festgezogen. Das sind diese Motion. Das tue ich gerne. Oh. Ich muss irgendwie da auskommen. Soll ich hier rüberfahren? Aber hier. Vielleicht sind die wieder ab. Ja, ich würde sagen, ich mache so einen kleinen Folgenhänger. Mache ich gerne. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.